grüße euch herzlich. Ja, wir machen jetzt weiter mit den PC-Spielen. Letztes Mal waren die DS-Super Nintendo-Sachen dran. Enter the Matrix, schlechtes Spiel. Aber damals war ich jung und hab gedacht, das wäre cool, sich rumzukloppen, aber es war nicht gut. Ich kaufe das nicht, das ist wirklich eine Lizenzvermurksung schlechthin. Commandos 3 Destination Berlin war ganz okay, aber im Gegensatz zu Commandos 2 ist abgestunken. So Spiele gibt es leider heutzutage auch wieder, immer nur seltener. Splinter Cell 1, mein Lieblings-Splinter Cell, die neueren, sind alle für mich, muss einmal für mich noch dazu sagen, für mich Schrott. Besonders Conviction hat eindeutig gezeigt, in welche Richtung diese Spielreihe jetzt geht und wie man es nur schlechter machen kann. Danke Ubisoft. Civilization 4, mein Top-Favorit unter den runden Sachen. Also von Civilization-Reihe. World of Warcraft, ja. Viele hassen es, keine Ahnung warum. Ich liebe World of Warcraft, spiele es seit Anbeginn. Ab und zu mal wieder, also immer, zur Zeit weniger. Spiele ich halt viel andere Sachen und da ist dann für World of Warcraft nicht mehr so viel Zeit. Und ich muss sagen, es macht mir heutzutage auch nicht mehr so viel Spaß wie damals. Also, es war damals einfach ein Erlebnis, es war einfach neu was für mich. Ich habe da gerade Internet bekommen, als WoW auch rauskam. Vorher hatte ich kein Internet und habe ich mir das auch gleich geholt und ich sag euch, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre habe ich in dieses Spiel investiert und ich bereue es nicht. Ich liebe World of Warcraft, die Warcraft-Reihe, alles was ich damit in Verbindung bringe, die Geschichte, alles. Es ist einfach das Gesamtpaket und das zeigt einfach, dass nie ein anderes Spiel, kein anderes MMO wird jemals für mich WoW ersetzen. Es funktioniert einfach nicht. Kein Spiel macht es für mich so gut wie WoW. Alles muss ich für mich immer, also ich sage immer wieder für mich, an WoW messen und es schafft kein Spiel. Es geht einfach nicht. Also WoW ist einfach der heilige Gral. Und ich werde noch so lange spielen, also ab und zu, wenn ich es spiele, bis es nicht mehr gibt. Ja, Burning Crusade, erstes Set-On. Fand ich ganz cool, kam die Scherbenwelt dazu als neues Gebiet und wurde die Geschichte um Illidan, Keltas und Lady Varsh weitergeführt. Schade, was sie aus Keltas gemacht haben. Ich hätte mir gewünscht, dass Keltas zurück nach Quel'Thalas geht und nach Silvermoon und dort regiert, aber naja. Weil, kann ich einfach mal so sagen, also Keltas ist für mich eher, er wollte sein Volk retten. Also das wissen jetzt nur Leute, die auch was mit Warcraft am Hut haben. Die anderen denken sich sowas, labert der für einen Scheiß. Ich finde, er wollte einfach nur sein Volk retten, sein Bestes tun. Und was Blizzard dann von der Story her mit ihm gemacht hat, fand ich in keinster Weise akzeptabel. Das hat ein bisschen, fand ich schlecht, weil Keltas war wirklich meine Lieblingsfigur. Keltas Sunstrider, ach ja, naja, was soll man machen. Wrath of the Lich King. Ich fand, da war die Gegend am besten. Also, die Scherbenwelt von den Gebieten her fand ich nicht so toll, aber bei Wrath of the Lich King, es gab so schöne Gebiete, das heulende Fjord am Anfang, das Shosala-Becken heißt das, glaube ich, und Grizzly Hills, so gute Orte und die Musik überall. Es ist, ich weiß nicht, man kann, wie gesagt, WoW für mich einfach nicht toppen, was es das angeht. Es passt einfach alles zusammen. Cataclysm, das fand ich wiederum nicht so gut. Also von der Geschichte her, dass sie das überarbeitet haben, fand ich eine super Sache, aber vom Endgame her war es nicht so toll. Und Deathwing jetzt als Obermacker, als Boss, war auch nicht so mein Fall. Mist of Pandaria habe ich hier nicht, das habe ich nur als Digital Collectors Edition gehabt. Aber, kann ich auch mein Fazit dazu abgeben, wieder schöne Gebiete, super Musik. Von der Thematik her auch perfekt mit dem friedliebenden Volk der Pandaren und der Konflikt, der die Allianz dann auf ihr Gebiet sich ausbreitet. Das ist einfach super gemacht. Und ich bin gespannt, was noch so kommt in World of Warcraft. StarCraft 2 Wings of Liberty. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die sich StarCraft nur für die Geschichte kaufen, für den Singleplayer. Ich spiele diesen Multiplayer nicht, weil der mir zu... Es ist für meine Sachen einfach zu schnell und ich will in Ruhe aufbauen und ich bin da zu langsam für. Das habe ich auch längere Zeit gespielt. Warhammer Online. Age of Reckoning oder so, was da steht. Fand ich auch ganz gut. Es ist im WoW nicht zu vergleichen. Aber es hat
doch einiges an Spaß gemacht, mit mehreren Leuten da zu spielen und Burgen einzunehmen. Das fand ich echt cool. Diablo 2, muss ich glaube ich auch nicht viel zu sagen. Sehr geiles Spiel. Diablo 3 habe ich auch, aber nicht hier, weil ich hatte damals einen WoW-Jahrespass und habe dann Diablo 3 dafür geschenkt bekommen. Deswegen habe ich das jetzt nicht hier, aber ich fand Diablo 3 auch gar nicht so schlecht, wie viele meinen. Aber Diablo 2 war doch um einiges besser. Ach komm, ich muss das anstellen. Left 4 Dead. Zu viel, jede Menge Spaß gehabt mit dem Spiel. War echt cool. Also Left 4 Dead ist echt ein gutes Spiel. Ich würde es heute immer noch spielen, wenn Leute da wären. Company of Heroes. Sehr geiles Strategiespiel in Zeiten des Zweiten Weltkriegs von Relic. War echt cool. Also habe ich sogar nochmal auf Steam extra. Es gibt sogar eine neue Version, da wurde das überarbeitet. Man braucht keinen Relic-Account mehr, sondern man kann direkt mit seinem Steam-Account online spielen. Das ist richtig cool. Opposing Fronts, zwei neue Fraktionen in dem Sinne. Also es sind immer noch Deutsche und einmal Briten. Aber die Deutschen haben da ganz coole neue Einheiten bekommen. Battlefield 2. Ich liebe Battlefield 2. Ich weiß nicht, damit habe ich auch Stunden verbracht. Es ist immer noch mein Lieblings-Battlefield. Bad Companies 2 kommt da nicht dran. Ich wüsste auch gar nicht, wo ist mein Bad Companies 2? Ja, das kommt später. Und Battlefield 3 auch nicht, weil ich mag das mit Origins nicht und dann muss man über so einen Browser seinen Server auswählen und so. Battlefield 2 macht einfach alles richtig. Es hat, Mann, ey, es hat so viele Stunden Spaß gebracht. Einfach nur geil. Spiele ich heute noch ganz gerne. Battlefield Special Forces wird kaum gespielt. Also ich habe mal gesehen, es gibt da nicht so wirklich Server. Das einzige Coole, was man machen kann, wenn man das hat, kann man sich Waffen freischalten im normalen Spiel. Das ist ganz cool. Das habe ich auch gleich gemacht. Knights of the Old Republic. Stundenlang gespielt. Vergöttert das Spiel. Mein Team bestand immer aus. Daher kam auch Dank Jessra. Ich hatte immer Dank Jessra, war das. Julie Bindo hatte ich dabei. Und noch irgendeine. Ich glaube, diesen Mandalorianer. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber den hatte ich dabei. Sehr geiles Spiel. Den zweiten fand ich nicht so toll. Ich habe mir gedacht, okay, das knüpft an den ersten an, aber das war irgendwie überhaupt nicht so wirklich. Also, Obsidian Games macht eigentlich geile Spiele, aber ich weiß nicht, also, soweit ich weiß, hatten die auch ein zu kurzes Zeitfenster, um dieses Spiel rauszubringen. Und das hat das ein bisschen kaputt gemacht. Metal Gear Solid 2, Substance. Letzte, was auch für den PC rauskam. Mein Lieblings-Metal Gear immer noch. Besten Bösewicht Solidus ist, ach, ey, Solidus ist der Beste. Mass Effect 1, den finde ich super. Mass Effect 1 finde ich echt klasse. Hatte noch sehr gute Rollenspielanteile drin. Haben sie bei 2 und 3 dann ersatzlos gestrichen. Ich weiß nicht, warum man keine Ausrüstung mehr ausrüsten darf. Sind die Leute zu dumm dafür? Also, dass die Leute nicht, sondern die Entwickler denken, dass die Leute zu dumm sind anscheinend, um das zu machen. Morrowind, Beste. Also von der Elder Scrolls-Reihe ist Morrowind das Beste. Skyrim ist auch gut, aber Skyrim hat so viel vereinfacht, das macht mir dann nicht mehr so viel Spaß. Morrowind ist einfach perfekt von der Welt her. Von die Add-ons, die dabei waren, waren geil. Blood Moon und Tribunal. Es ist einfach wow. Ich liebe Morrowind. Das ist eine ganz coole Sache. Ein Kumpel, Felix heißt er, er hatte damals Morrowind mitgebracht, als wir eine Netzwerkparty machen wollten. Und dann kamen wir nicht dazu, im Netzwerk was zu spielen, weil wir beide Morrowind gespielt haben und immer bei den anderen über die Schulter geguckt hat, so, ey, was machst du gerade und so. Es war einfach nur geil. So kann man natürlich auch Netzwerkpartys machen, indem man einfach was anderes spielt. Medal of Honor Elite Assault Spearhead, also das Add-on, ich weiß gar nicht, wo das andere Medal of Honor ist. Ist ein Ego-Shooter, ist heute nicht mehr ganz so mein Fall. Ab und zu spiele ich mal welche, aber naja. Ich wünsche mir eigentlich mal ein neues Zweites Weltkrieg-Shooter. Modern Shooter gehen mir voll auf den Piss. Dungeon Siege. Sehr geiles Spiel. Also damals so viel gespielt. Und das Geile war noch, man konnte einmal den Singleplayer zusammenspielen und es gab für den Multiplayer eine eigene Welt nochmal. Haben die extra nochmal erschaffen. Ey, das wird es heute, glaube ich, gar nicht mehr geben. Oder du zahlst nochmal 30 € drauf. So, jetzt kommen wir zu Dawn of War Spielen. Warte, die packe ich mal. Ich bin ja großer Warhammer 40k-Fan. Nochmal tausendmal mir lieber als das normale Warhammer. Ich wünschte mir so sehr ein Warhammer 40.000 MMO. Aber wurde leider gecancelt.
auch durch THQ ist pleite gegangen und die Ressourcen dafür nicht mehr da waren. Schade. Wäre einfach nur geil geworden. Ja, wir haben halt Dawn of War, Dawn of War Winter Assault, Dawn of War Dark Crusade und Dawn of War Soulstorm. Gab immer neue Völker. Hier gab's Space Marine, Orks, Elders, Chaos, Imperium, mein Lieblingsvolk, weil sie kämpfen für den gottgleichen Imperator. Dark Crusade, auch ein geiles Volk zugekommen, nämlich die Tau. Tau finde ich auch super. Dann gab es noch die Dark Elder. Ne, Dark Elder kam erst da. Da gab es noch die Necros. Ja, zwei Necros und Taus waren das. Und dann bei Soulstorm kam der Adeptus Soror. Ne, wie heißen die denn? Ich guck gerade. Jedenfalls kamen diese Frauen Adeptus Sororitas. Sororitas. Und die Dark Elders dazu. Alles die Bank weg, geile Spiele, wo ich mit vielen Stunden Spaß hatte. Und Dawn of War 2 kam leider für mich nicht mehr wirklich hier dran. Was auch daran lag, weil sie einfach den Basisbau komplett weggemacht haben. Fand ich scheiße. Naja, was will man machen? Giants, Citizen Caputo. Ist, glaube ich, so richtig unbekanntes Spiel. Aber es ist ein sehr cooles Spiel, das muss man mal dazu sagen. Und der Multiplayer war lustig, da konnte man das fette Monster hier spielen. Es lohnt sich mal, das Spiel anzuschauen, das ist eigentlich ganz cool. Rise of Nations, wieder nur das Set-On, ich weiß nicht, wo die anderen sind. Aber. Throne of Patria, Rise of Nations, von Strategie her mit Battle Realms. Also Rise of Nations, Age of Mythology und Battle Realms. Ne, Battle Realms, Rise of Nations und Age of Mythology. So, jetzt habe ich es zusammen. Sind meine Favoriten Strategiespiele. Alle drei richtig geil, wohl. Ich glaube, Battle Realms ist immer noch mein absoluter Favorit. Spielt Battle Realms. Ist einfach nur untergegangen. Neverwinter Nights. Auch wieder ein geiles Spiel. Bei den PC-Spielen, das Lustige ist, ich habe, glaube ich, alle meine PC-Spiele sogar durchgespielt. Ich war damals wirklich viele Jahre lang, habe ich nur PC gespielt. Ich hatte nie, also nach dem 64 habe ich mir ja keine Konsole mehr wirklich geholt. Also ich habe zwar eine PS2, aber die habe ich mir viel, viel später erst geholt. Und da habe ich fast nur PC gespielt. Und daher kommen dann auch die ganzen Spiele, dass ich die auch mal durchgespielt habe. Neverwinter Nights, ja, muss ich gar nicht viel zu sagen. Ein Rollenspiel-Epos schlechthin. Von BioWare, da haben sie noch gute Spiele gemacht. Schön BioWare, hä? Schon schade, wenn ihr jetzt auch immer so Kackspiele macht. Medieval 2, Total War. Ein großer Total War-Fan. Und Medieval 2 ist mein... Also ich habe angefangen auch mit... Ne, mit Shogun habe ich nicht angefangen. Mit Medieval 1. Und das hat mich schon aus den Socken gehauen. Dann kam Rome, hat mich weggefetzt. Dann kam Medieval 2, hat mich noch mehr weggefetzt. Und dann kam Empire. Empire ist mein Lieblings-Total War. Und das fetzt mich immer noch weg. Ich spiele es auch noch. Ich habe, glaube ich, schon über 140 Stunden oder 150 Stunden gespielt. Und ich könnte es immer wieder spielen. Ich liebe dieses Spiel. Shogun 2 fand ich nicht so gut. Fall of the Samurai ist das jetzt. Weiß ich, das bockt mich einfach irgendwie nicht so wirklich. Empire fand ich richtig geil, aber Shogun irgendwie, wo das Setting spricht mich ja wieder an. Es ist halt, geht um die Samurais und den Fall der Samurais. Finde ich eigentlich richtig cool, aber irgendwie bockt mich das nicht. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht warum. Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Das war ein cooles Action-Adventure, also hat mich unterhalten, weil das ist Indiana Jones. So, wir sind ja gar nicht mehr, so viel kommt gar nicht mehr. Neverwinter Nights 2. Fand ich nicht mehr so gut wie den ersten. Leider. Ich habe hier gerade ein Problem. So. So ist besser. Splinter Cell Mission Pack. Habe ich mal geschenkt bekommen. Waren einfach ein paar Missionen zusätzlich zu dem normalen Splinter Cell, so ein kleines Mission Add-on Pack. War ganz cool, weil Schleichshooter, und wie immer. Ein Exclusive. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. Kauf nicht diese Version. Die ist nämlich verbuggt. Weil da kann man nicht patchen und dann unterstützt das Spiel keine Dual Cores. Und man hockt da rum und es ruckt. Fable 1. Ich habe viel von Fable gedacht, dass das so richtig geil wird. Aber Fable ist nicht mein Fall. Wieder eine Expansion. Ich hab, wie meine ich das Original? Ey, ich verstehe es nicht. Warcraft 3, Frozen Thrones. Warcraft muss ich nicht viel sagen, ich liebe Warcraft. Oh, Gilde. Ey, Leute, Gilde. Bestes Multiplayer-Spiel auf dieser Welt. Spielt Gilde mit Leuten,
Es ist einfach nur geil. Wir haben das mal zu 5 oder 6 Mann gespielt, die Gilde. Es ist so eine gute Wirtschaftssimulation. Ich könnte es heute noch stundenlang spielen. Ich muss es mir auch mal wieder installieren, weil Gilde ist einfach nur. Mann, ey. Aber Gilde 1, Gilde 2, scheiße. Da ist Battlefield Bad Companies. Hatte ich auch viel Spaß mit, aber nicht so viel wie mit Battlefield 2. Sherlock Holmes, das Testament des Sherlock Holmes, habe ich noch nicht durch, in dem Fall, aber soll ja gar nicht so schlecht sein. Und meine Hülle ist ein bisschen kaputt. Okay, was war da los? Sehr gut, wie ich da gerade umgehe. Borderlands 2 fand ich nicht so. Also ich spiele es. Ich habe wieder ein bisschen dazu gefunden zu dem Spiel. Es macht auch eigentlich ganz gut Spaß. Aber so der Funke, dass das Spiel jetzt so abgöttisch cool ist, will irgendwie nicht überspringen. Leider. Oh, das ist eine coole, die Meistersammlung. Das ist echt cool, was da rauskam. Das, glaube ich, auf einer DVD, oder? Ist das auf einer? Ne, auf zwei. Aber das ist immer eine richtig geile Sammlung. Wenn man die hat, ich glaube, da braucht man gar keine anderen Spiele mehr. Aber ich habe trotzdem viele. Das ist eine Sammlung von Dungeon & Dragons Spielen. Also es ist Baldur's Gate bei. Baldur's Gate Add-on Tales of the Sword Coast. Baldur's Gate 2 Shadow of Am und Throne of Ball. Icewind Dale, Icewind Dale 2, The Temple of Elemental Evil und Planescape Torment. Wow. Ich sag euch ja, also wenn ihr das Spiel eigentlich habt, dann braucht ihr gar nichts anderes mehr. Und kostet gar nichts. Ich glaube, unter 20 Euro habe ich dafür bezahlt für die ganzen Spiele. Gutes euch. Wenn ihr Bock habt auf so richtig Oldschool-Rollenspiele, holt euch das. Müsst ihr aber viel Zeit mit reinbringen, weil da wird nicht viel erklärt. Dragon Age Origins, da habe ich nochmal die Ultimate Edition mit allen DLCs und dem Add-on. Da gab es noch Add-ons. Ich vermisse Add-ons. Und, aber habe ich ja schon mal zu ausführlich. Dragon Age war super, Dragon Age 2 war scheiße. Und Armored Assault. Das ist eigentlich auch ganz cool gewesen. Das ist eine Militärsimulation. Ein bisschen ruhiger angehen, war ganz cool. Gut, das waren alle PC-Spiele. Und das waren auch mit gesamt alle Spiele. Ich werde dann irgendwann nochmal meine Comics zeigen, hatte ich ja schon mal gesagt. Und mehr dann auch nicht. Ich glaube, dann habe ich auch alles. Na, ich muss mal gucken. Okay, machen wir Schluss und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dann.